Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen, oder besser gesagt, yo, yo, yo! Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir wieder mal Walker Assault. Und zwar, heute probieren wir es mit der. Mit der EE3 natürlich. Ich weiß natürlich selber nicht, welche Waffe ich habe, aber wir probieren es mit der EE3. So, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie wir es heute probieren. Letzte Folge, ja, gut gelaufen, kann man nicht anders sagen. Die davor war überragend. Und ja, jetzt natürlich die Fortsetzung von der ganzen Kiste. Mal schauen, ob auch diese euch gefällt. Das würde mich eben, also um Like freue ich mich natürlich immer, weil das natürlich auch zeigt, den Support bezeigt. Da, okay. Ich mag hier gerne von hier die Gegner naschen, weil sie dann einfach mir vor die Nase laufen und okay. Die Blasterkanone ist gar nicht mal schlecht. Ja. Unsere Y-Wings brauchen sie, um eure Position zu ermitteln. Okay, hat jemand eine intelligente vor Ort? Es ist riskant, aber ich probier's. Ganz, ganz schwache Kiste von mir. Unglaublich schlecht. Mein Partner hier ist, ja. Oh Mann, komm, der steht da ganz, ganz hinten und nascht mich weg. Warum bin ich jetzt wieder beim Partner? Das wird, glaube ich, keine witzige. Ich probiere ihn mal. So, ich habe absolut keine Ahnung, wie man so ein Ding fliegt. Okay, jetzt drehe ich. Flieg auf Jabba's Palast. AT-AT von Y-Wing anvisiert. Sie haben sich als Ziel erfasst. Rakete nähert sich deiner Position. Wo ist denn hier was? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das... Ah, scheiße! Ja, das war schon mal gruselig. Wir gehen dreimal down und haben keinen weggeholt. Mein Partner ist das erste Mal down. Der ist ein bisschen bausiger als meine Waffe. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Scheiß Feuer. Weil es hat nicht gut begonnen und jetzt fehlt mir irgendwie das Ding, wo ich jetzt anknüpfen kann. Ich probiere es mal auf der anderen Front. Vielleicht klappt es ja hier. Ah, Mist, da sind zu viele, da sind dann zu viele. Auch wenn ich einen glücklich weggeholt habe. Oh, noch einen konnte ich wegholen. Lol. 2-4 ist natürlich immer noch nicht genial. Aber es ist besser als 0-3. Vielleicht. Okay, ein Heldenobjekt wäre vielleicht doch deutlich zu OP, aber. Sturmtruppen! Annäherungsbombe. Geht raus, ist rausgegangen. Thermal Imploder. Hab ich mich selber von Imploder genascht? Alle Mann in Deckung! Orbitalangriff! Ja. Bomberzielerfassung abgeschlossen. Laut unseres Geheimdienstes hält sich der Kopfgeldjäger Boba Fett auf. Seid vorsichtig. Warum zurück in die Schlacht? Luftunterstützung ist unterwegs.
Ah, Mist! Zu schnell ist der Gegner dann um mich, um dass ich ihm die ernsthaft Konkurrenz machen kann. Der AT-AT ist ungeschützt. Greift ihn an! Sehr schön. Wobei ich jetzt... Ja, mit der Blasterkanone würde ich drauf feuern. Sturmtruppen in der Zone. Darum werde ich mich versuchen zu kümmern. Ja, komm da! Wie viel Vorlagen willst du denn noch geben? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, deswegen gehe ich auch aus dem Schussfeld. Und rücke einfach auch von der anderen Seite vor. Konzentriert euch auf den Kampfläufer. Ich probiere es jetzt mal so. Das habe ich jetzt. Och Mann, dieser Scheißfahrer! Mann, der ist auch scheiße gut. Aber wie kann er denn da einen so wegnaschen? Wie kann man denn da einen so wegnaschen? Ist das Boba? Ja. Ja, komm, vor einem Meter feuert er seine Scheißrakete ab. Ich spiele gleich was an anderen Modus, gleich in der nächsten Aufnahme. Weil er jetzt auch abgenudelt ist, dieser Modi. Und mir fehlt immer noch der Zugriff. Mir fehlt immer noch der Zugriff. Wenn man nicht diesen berühmten Zugriff hat, ja, dann kann man machen, was man will und es passiert einfach nichts. Ein Kopfgeldjäger weniger. Ja, den habe ich schon mal. Ja, Mann, was soll ich denn doch dagegen machen? Ich hab keinen... Ja, hier muss ich hin. Hier will ich hin. Och, doch nicht. Ich dachte, es ist auf einer anderen Seite und jetzt nicht an so einem Shitpunkt. Das Imperium schlägt sicher zurück. Ja, natürlich. So, ich rücke jetzt von hier einfach vor. Ah, geil. Auch wenn hier jetzt rumbackt. Ich versuch's jetzt einfach von hier. Ja, Mann, die Runde hat so scheiße begonnen und hört so scheiße auf. Aber das ist überhaupt nicht mein Territory. Überhaupt nicht. Zielschuss wurde so runtergeratet, das regt mich hier auf. Ach komm, warum gehe ich denn dahin, dass ich damit ich wieder abrutsche? Das ist wieder dieser verdammte Onni! So. Diesmal hat er aber das Duell verloren, denn so schlecht bin ich eigentlich nicht. Ja! Ich kann da machen, was ich will. Ständig werde ich geholt. Haltet den Uplink, damit die Y-Wings eure Position bestimmen können. Schön. So, ich gehe jetzt in den Gang. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Komm raus. Komm doch raus. Ja, zwei geholt. Zwei geholt. Und ich bin fast weg. Ja, wieder Onni. Der kann schießen, wie er will. Er killt ohne Ende. Ohne Ende killt dieser Fratzenmann. Aber allgemein mag bei uns niemand die Runde wirklich. Verdammter Druide. Oh. Ich kann nicht mehr gespawnt werden? Doch. Ich dachte schon, was ist da los? Hahn. Also wenn Hahn hier nichts reißt, weiß ich auch nicht.
Ah, Mist, aber ich hab was weggeholt und es ist mein Partner Hahn. Nee, aber er ist da, wo ich war. Verdammter Trooper. Ja. Erziele 10 Kills, ich weiß noch. Erziele 25 Kills, Kampf. Aha. Von der Theoretik her müssten sie ja da sein. Aber... Oh, 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 jetzt... Ah! Auch er kann mich nicht besiegen, denn ich bin allmächtig. Erledige, Typer. Oh, Passi. Hier waren sie. Positive Zielerfassung. Achtet auf imperiale Einheiten. Ah, Scheiße, Mann, da habe ich Pech gehabt. Greek Monster. Er ist AFK, nein, er geht nur auf Distanz. Gut, das ist Greek Monster. Ich gehe aber lieber in den Gang, weil ich finde, da kann man mehr Kills holen. Commander Skywalker ist eingetroffen. Von hier müssten sie kommen. Von hier greife ich sie jetzt auch an. Ja, Kriegmonster! Verdammter Kriegmonster! Der ist ja echt Bullshit. Und mein Partner denkt sich, nö, ich bleibe hier immer noch. Ah, okay, mein Partner ist ja nicht unbedingt viel schlechter. Die Ablenkstation wurde aktiviert. Haltet sie! Wir haben Vader besiegt. Ja. Erfassung des Y-Wing abgeschlossen. Das Infanteriegeschütz. Yo! Yo! Das ist so lächerlich. Das regt mich immer wieder auf. Und jetzt kommen wir zu meiner Zone, die ich nicht mag, und zwar das. Diese Map hasse ich so oder so. Konnte diese verdammte Map noch nie ab. Ist mir jetzt egal, ich rücke einfach mal zum Gegner vor. Vader ist hier. Wir müssen ihn ausschalten. Ich rücke jetzt einfach ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, schön. Kratzt mich nicht. Ja. Ja, Mist, dieser scheiß Shadow Trooper, komm. Wie soll ich denn den Typ sehen? Das ist dieser Shadow Trooper. Ich versuche hier natürlich wie immer Unheil zu stiften und Gegner zu exekutieren und eliminieren. Und was für ein Müll schießt er denn da? Okay, das wäre auch sinnlos, jetzt Zielschuss anzuwenden. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Ich bin außerhalb des Sichtfeldes. Wollte ich gerade sagen. Der AT-ST
tritt mich fast über. Aber er kann mich nicht naschen. Greek Monster! Ist Greek Monster? Ja, Mist! Wieder mal Pech gehabt! Yo, Platz 8! Und der Typ mit 15 ist natürlich Darth über Vader mir. Oh ja. Oh nein. Seid vorsichtig, sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Skywalker getroffen. Angriff einleiten. Sehr gut, Luke. Auch wenn ich hier bombardiert werde ohne Ende. Luke muss jetzt mal was aufräumen. Sehr gut, Luke. Abflugstation ist online. Gute Arbeit. Und jetzt verteidigen Sie. Jo, in der Luft nascht mich der AT-AT. Komm, warum bin ich denn immer so weit unten? EA platziert mich aber auch, als wäre ich der letzte Lappen. Hey, jetzt fällt mir schon direkt wieder der Witz ein, den ihr euch dabei denkt. Intelligente. Intelligente. Noch einen genascht. Komm, 25 Kills, das ist absolut okay. Kampfmeister. Ach komm, die sind noch nicht angeschlagen. AT-AT ist down. Aber der andere muss auch erstmal gedownt werden. Toba! Vestivolf hat den Lookup-Bench. Okay, beide AT-ATs sind down. Damit beende ich mich dann sehr, lol. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Rang 40. Bis dann, Leute. Ciao.